Oh, Leute, der Schlüssel liegt direkt hier vorne. Wir öffnen diese Tür hier. Private, eigentlich dürfen wir hier gar nicht rein. Aber hier sitzt einfach... Ist es Golden Freddy? Warum ist sein Kopf so dunkel? Das verstehe ich nicht. Greift er uns auf an? Wir sind zurück in Fazbear Nights, Leute. Und wie versprochen, werden wir heute auf die Suche nach Secrets gehen. Wir haben das Game nämlich gestern im Livestream gespielt. Und wenn ihr im Livestream nicht dabei wart, was macht ihr dann mit eurem Leben? Und wir haben im Livestream ein, zwei Secrets gefunden, die wir uns heute nochmal genau anschauen müssen. Und natürlich werden wir noch mehr Secrets suchen. Deswegen lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch Fazbear Nights gefällt. Es gibt ja noch 8 neue Spielmodi, die wir hier freischalten können, wenn wir die Standardnächte durchhaben. Und nicht vergessen, Freunde, die Funko Pop ist jetzt im Shop verfügbar. Es sind noch welche da, also wenn ihr euch noch keine gezogen habt, schaut mal rein. Link zum Shop in der Beschreibung. Und wir gehen jetzt rein ins Game. Wir drücken mal auf Continue. Wir machen einfach in Nacht 4 weiter. Was soll schon passieren? So, jetzt sind wir nämlich hier drinnen. So, Leute, im Stream hatten wir es nämlich geschafft, diese Tür hier zu öffnen. Dahinter ist was sehr Interessantes. Ich hoffe, dass ich das gleich nochmal finde. Man braucht nämlich einen Schlüssel, um diese Tür zu öffnen. Irgendwo auf der Map ist ein Schlüssel versteckt, den wir jetzt auch gleich mal suchen werden. Alter, warum ist das Game so leise? Keine Ahnung. Und wir werden versuchen, alle Arcade-Automaten auszumachen, ja? Alle lila leuchtenden Arcade-Automaten auszumachen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass irgendwas passiert, sobald wir diese Arcade-Automaten alle gefunden haben, alle, die an sind. Irgendwas wird dann garantiert auftauchen, wie auch immer. Jetzt müssen wir aber erstmal schauen. Arcade-Automaten machen wir später. Das war Bonnie? Warte, bei Bonnie müssen wir vorsichtig sein. Ich habe jetzt nochmal genau gelernt, wie die Animatronics funktionieren. Bonnie hört uns nämlich, ja? Chica sucht uns. Da ist Foxy. Foxy guckt mich auch schon an. Alter. Ich suche nur einen Schlüssel, Leute. Ich suche nur den Schlüssel. Gib mir den Schlüssel und dann gehe ich. Vielleicht hätte ich nicht in Nacht 4 reingehen sollen. Oh. Ich weiß nicht, ob in den anderen Nächten, aber... Alter, er bewegt seinen Mund auch und so, ne? Ich weiß nicht, ob in den anderen Nächten auch der Schlüssel ist. Alter, was? Ich bin mir halt nicht sicher, ob in den anderen Nächten auch der Schlüssel auftaucht, Leute. Weil wir haben ihn im Stream in Nacht 4, haben wir den Schlüssel gefunden. Da war er sogar direkt hier vorne, ja? Also da ist der Schlüssel, lag direkt hier vorne auf dem Tresen. Der hat scheinbar random Ecken, an denen er spawnt. Und in den anderen Nächten davor habe ich den Schlüssel noch nie gesehen. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob er in den anderen Nächten überhaupt auftauchen kann. Deswegen machen wir jetzt einfach erstmal hier Nacht 4 und schauen, ob das Ding hier irgendwo liegt. Irgendwo wird der Schlüssel schon sein. In so einem Regal hier oder so. Oder vielleicht... Also hier ist auch ein gutes Versteck, ne? Also, boah, ich dachte gerade, der liegt da. Aber es war nur das Stuhlbein. Mist. Oh, Leute. Der Schlüssel liegt direkt hier vorne. Ich habe jetzt ein paar Mal neu gestartet und jetzt war der Schlüssel hier und jetzt kann ich euch zeigen. Wir öffnen diese Tür hier. Private, eigentlich dürfen wir hier gar nicht rein. Und schau mal, hier haben wir jetzt Zugang in dieses Büro erstmal. Ja, wir können jetzt hier die Kasse machen. Und hier ist noch eine Tür. Die ist aber zu. Aber hier sitzt einfach... Ist es Golden Freddy? Warum ist sein Kopf so dunkel? Das verstehe ich nicht. Schaut uns an. Greift er uns auf an? They are coming, steht jetzt oben links. Sie kommen. Wofür war der rote Knopf da? Den roten Knopf haben wir im Stream auch gedrückt. Es ist aber nichts passiert. Also ich habe ihn gerade nicht gedrückt. Ich wollte testen, ob er uns auch so angreift. Weil im Stream haben wir den roten Knopf gedrückt und er hat uns angegriffen. Ich weiß aber nicht, ob das einfach nur schlechtes Timing war oder ob wir mit dem roten Knopf ihn vielleicht deaktivieren können wieder oder so. Warte mal, vielleicht kommt der Schlüssel gleich nochmal. Vielleicht kommt der Schlüssel gleich nochmal. Wir probieren jetzt gleich erstmal die Automaten auszuschalten. Das machen wir aber in Nacht 1. Ja, die Arcade-Automaten machen wir in Nacht 1. Das mache ich jetzt nicht in Nacht 4, wenn die Animatronics so schnell aktiv sind. Das Game hier ist auch von dem gleichen Entwickler wie damals Project Fredbear Reboot. Ihr erinnert euch bestimmt, ne? In dem Game Free Roam waren ja auch ultra viele Secrets. Und wenn man in dem Game die Taste G gedrückt hat, kam immer so ein Vieh.
Wir drücken mal G. Ich habe G gedrückt. Nichts passiert. Okay. Im Project Fredbear Reboot kam dann so eine richtig creepy Shadow Freddy Version. Manche von euch werden sich bestimmt zurückerinnern. Das war richtig übel. Oh, was ist hier eigentlich? Ah, guck mal. Parts and Service. Kann man hier auch wieder den Strom ausstellen am Sicherungskasten? Nee. Okay. Also wir müssen gleich auf jeden Fall nochmal in Nacht 1 ins Game. Und uns nochmal ein bisschen in Ruhe umsehen, weil die Animatronics, die halt unseren Hintern wollen. Ja, das macht es nicht besser. Plus diese Tür hier. Garantiert ist hinter der Tür hier auch noch irgendwas, was man irgendwie öffnen kann. Aber ich warte, vielleicht wenn ich hier G drücke. Oh. Foxy, 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 Foxy. Mach zu, mach zu! Oh nein, Foxy macht jetzt die Tür wieder kaputt. Nein! Boah, Alter. Junge. Ah, hier steht, guck mal. Wenn wir Foxy auf den Kameras beobachten, bleibt er da stehen. Okay, das war eine Theorie im Stream. Und es funktioniert wirklich. Und jetzt haben wir mal ein neues Game gestartet. Wir sind drinnen in Nacht 1. Damit uns die Animatronics jetzt nicht als an den Füßen riechen. Leute, und jetzt versuchen wir, alle diese Arcade-Automaten auszumachen. Ich meine, die Arcade-Automaten leuchten lila. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass diese Arcade-Automaten irgendwie was mit Glitchtrap oder, keine Ahnung, Afton, wie auch immer, mit irgendwas in die Richtung zu tun haben. Und wenn wir die deaktivieren, wird garantiert irgendwas passieren. Ich weiß nicht, wie viele Arcade-Automaten wir deaktivieren müssen. Ich weiß nur, dass es hier... Hier waren wir ja gerade, ich wollte nur nochmal nachgucken. Ich weiß, dass es eine Menge gibt, die man hier deaktivieren kann. So, hier sind auch noch welche, seht ihr? So, man sieht die auch immer so lila leuchten, also es ist schon auffällig. Es würde mich wundern, wenn es kein Secret gibt, was damit zusammenhängt. Oh, warte. Ah, hier ist die Küche. Moin. Guck mal, waren wir schon mal? Glaub nicht, ne? Okay, hier gibt es noch diesen Backroom. So, dieses Zusatzbüro mit dem Zusatz Freddy. Ja, hier können wir ja auch noch Überwachungscams schauen. Aber hier kann der Schlüssel auch liegen. Da. Was war das für ein Sound? Ah, ne, das ist ein Schraubenschlüssel, der einfach nur da liegt. Bro, ich dachte... Okay, was war das für ein Geräusch? Warte, hier geht's nur in die Toiletten rein, ne? Ja, ich glaube nicht, dass es hier Arcade-Automaten gibt. Und wenn... Entspannt euch, Leute. Entspannt euch. Hier ist die Price Corner. Okay. Und hier ist noch ein Arcade-Automat. Gut, gut, gut. Hier stehen noch mehr, aber die sind alle aus. Oh, warte mal, ich kann die auch anmachen. Warte mal, vielleicht muss ich auch... Oh, vielleicht muss ich auch bestimmte Automaten anmachen. Oh no. Oder es gibt gar kein Secret und die sind einfach nur so an. Nein, das glaube ich nicht. Vielleicht müssen wir bestimmte anmachen, das kann natürlich auch sein. Aber hier stehen doch keine Arcade-Automaten, die lila leuchten, wenn das nichts zu bedeuten hat. Safe nicht. Garantiert... Können wir hier irgendwas triggern mit den sehr auffällig lila leuchtenden Arcade-Automaten? Bin mir zu 100% sicher. Moment, ich suche mal weiter. Vielleicht muss man noch irgendwas anderes mit den Automaten machen. Wie gesagt, vielleicht müssen wir bestimmte Automaten anmachen. Hi, Foxy. Beweg dich bitte nicht, Foxy. Ich krieg sonst Angst, Foxy. So, was haben wir denn hier für Automaten? Wir haben hier Elite Squadron. Hier ist irgendwas, keine Ahnung. Invasion 2020. Was ist hier? Was? Abductor? Okay. Multicade. Also ich gucke gerade, ob irgendwas Besonderes hier vielleicht auf irgendeinem Arcade-Automaten draufsteht. Vielleicht müssen wir alle ausmachen und einen bestimmten anmachen oder so. Leute, hier ist alles möglich. Ihr kennt die FNAF-Entwickler. Die machen alles, nur um uns zu trollen. So, warte, hier waren noch welche, ne? Multicade, Multicade, bla bla bla. Pipapo. Okay, alle uninteressant eigentlich, ne? Höchstens diese Invasion 2020-Dinger, weil die sind selber ja auch lila. Da könnte man jetzt vielleicht sagen, jo, bei denen könnte ja was passieren. Aber kein Plan. Mist, Mist. Ich dachte, ich bin was auf der Spur, aber vielleicht doch nicht. Und ich habe jetzt gerade mal ein bisschen Research betrieben, Freunde.
Ja, ich habe mich gerade noch mal ein bisschen umgesehen, umgehört. Und ich weiß jetzt, wie wir diese Tür hier öffnen. Und ich weiß doch was. Ich weiß aber nicht, ob es in Nacht 1 funktioniert. Warte. Wir drücken Freddys Nase. Und jetzt? Jetzt warten wir einfach kurz hier, okay? Oh shit, habt ihr das gehört? Wir haben Freddys Nase gedrückt, jetzt müssen wir... Müssen wir kurz... Kurz hier warten. Ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert hat. Hat es funktioniert? Hat es funktioniert? Vielleicht habe ich zu wenig gedrückt. Vielleicht... Vielleicht habe ich zu wenig gedrückt. Vielleicht hat es noch nicht funktioniert. Oder? Da hinten war was. Ah ne, das war nur so... Ah, das war nur eine Lichtreflexion. Warte, ich hier... Oh! Wir haben die Nacht überlebt! Nice! Okay, warte. Wir probieren es in der nächsten Nacht nochmal. Und noch eine andere Sache, die ich rausgefunden habe, ist... Ich weiß jetzt, was der rote Knopf bei Golden Freddy macht. Den werden wir gleich auch nochmal auschecken. So, Moment, wir gehen jetzt direkt ins Büro. Hier lang, ne? Ja. Wir gehen direkt ins Büro und hämmern Freddys Nase durch das Poster durch, okay? Wir hauen Freddys Nase durch das ganze Poster durch. Und wir warten einfach hier, okay? Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich habe Angst. Hat es funktioniert? Also ich sage euch kurz, was passiert. Wenn wir die Nase drücken, so wie Wahnsinnige, in der Theorie aktivieren wir damit Endoskelette, Leute. Ultra creepy Endoskelette können wir damit irgendwie aktivieren. Wenn wir hier die Nase scheppern, ich weiß nicht, das hier ist ja Fazbear Nights Version 3. In Version 2 ging es, aber vielleicht ist es in Version 3 jetzt nicht mehr so. Bestimmt kann man hier auch irgendwie Endoskelette aktivieren. Aber vielleicht geht es auch einfach nur nicht. Was sind das für Sounds jetzt? Aber wenn es in Version 2 ging, dann geht es doch garantiert auch in Version 3, oder? Ich meine, ich glaube nicht, dass die Endoskelette in Version 3 rausgenommen haben, oder? Was glaubt ihr? Die machen doch keine Endoskelette ins Game und bauen die... Guck, hier sitzt ja sogar eins. Die bauen ja keine Endoskelette ins Game und machen die im nächsten Update raus. Also man kann Endoskelette hier aktivieren. Eigentlich mit Freddys Nase, aber vielleicht noch nicht in Nacht 2? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay, wir brauchen nochmal den Schlüssel zum Golden Freddy Raum. Wir müssen nochmal bei Golden Freddy rein. Den Kollegen müssen wir nochmal besuchen heute. Wo ist der Schlüssel? Kann ich hier eigentlich auch die Nase drücken? Nö. Okay. Dann halt nicht. Oh, Foxy. Hi. Na? Alles gut bei dir? Ich hoffe, Foxy geht's gut. Ich hoffe, Foxy hat keine... Kopfschmerzen oder so. Okay, warte, hier vorne ist doch jetzt... Da ist der Exit. Der Schlüssel liegt nicht hier vorne, ne? Nee. Okay. Aber auch wie gesagt, bei dem Schlüssel... Ne, keine Ahnung. Was war das? Was war das für ein Sound? Was sind die Sounds? Achso, Foxy, der alte Stinker, der mich beobachtet. Ja, soll er doch machen. Wow! Ey, der hätte auch wegrennen nichts mehr gebracht, okay? Und irgendwas ist doch garantiert auch mit dieser Freddy Animatronic hier. Der sitzt hier in diesem Backroom, ne, wo wir auch den Fernseher oder den Bildschirm haben. Das habe ich jetzt eben schon mal gesagt, aber ich trau der Freddy Animatronic da einfach nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er uns eines Tages ins Gesicht fassen wird. So, man läuft da rum, denkt sich nichts Böses. Zack! Freddy schnappt uns. Oh, hier, guck mal. Oh, hier können wir auch die Nase drücken. Meint ihr, da passiert was? Vielleicht ist das hier das richtige Poster. Ich weiß es nicht. Eigentlich suchen wir ja den Schlüssel. Der muss ja auch irgendwo sein. Oh, Leute, ich habe gerade eine Münze gefunden. Wow. Da lag einfach eine Münze. Okay, warte, es gibt doch hier so Münzwechsler, ne? Da war ich doch auch schon mal dran an so einer Münzwechselanlage und habe noch gesagt, ne, warum sind die hier? Warum kann ich die anklicken? Aber scheinbar, warte, wo waren die?
Warte, hier? Nee. Hier? Nee. Mist. Hab ich verlaufen. Jetzt finde ich sie nicht. Hier sind auch welche. Bekomme ich dann jetzt was? Ich habe Geld reingemacht. Ich habe eine Münze reingemacht. Okay, warte. Oder muss ich vielleicht an einem Automaten was kaufen? Alter, hat Foxy sich gerade bewegt? Nee. Hier. Oh. Okay. Ich habe mir eine Cola gegönnt. Alter, keine Ahnung, was hier los ist. Okay, wo ist der Schlüssel? Gib mir einfach den Schlüssel. Ich weiß nicht alle Spawnpunkte von dem Schlüssel. Das ist mein Problem. Ich weiß, dass er da am Start direkt neben der Kasse auftauchen kann. Aber ich weiß nicht, wo sonst noch. Warum sind hier so komische Sounds im Hintergrund? Die haben wir sonst nicht. Kann er nicht auch hier spawnen, der Schlüssel? Im Büro? Keine Ahnung. Aha. Hier liegt auch wieder eine Münze. Die liegen hier einfach rum. Okay. Irgendwas können wir damit machen. Irgendwas können wir auch mit diesen Münzen anstellen. Die liegen... Hier liegt schon wieder eine Münze. Noch eine Münze. Die liegen hier immer auf dem Boden. Während ich jetzt gerade nämlich nach dem Schlüssel als suche, finde ich jetzt ständig diese Münzen, die hier einfach rumliegen. Hier liegt wieder eine. Okay. Ich schätze mal, wenn wir ganz viele Münzen finden, oder alle Münzen finden, keine Ahnung, wie viele es von denen gibt. Aber gehen wir mal davon aus, dass wir mit den ganzen Münzen garantiert auch irgendwas freischalten können, irgendein Secret öffnen können, wie auch immer. Suchen wir mal weiter. Ich meine, hier ist der Schlüssel. Okay, wir kümmern uns erstmal um den Schlüssel, okay, Freunde? Warte, Foxy? So, Leute, Moment, wir müssen hier hin, in den Golden Freddy Raum. So. Wir dürfen jetzt Golden Freddy nur nicht triggern. Okay? Ich wollte nur diesen Schalter drücken. So. Jetzt müssen wir hier dran vorbei. Runter ins Büro. Ich höre Geräusche. Weil jetzt ist hier offen. Hier ist offen. Dieser Geheimraum hier im Büro ist jetzt offen. Den kann man öffnen. Und hier ist eine... War das sonst auch so in den anderen Fazbear Nights Games? Oh. Was? Hey. Bin ich jetzt hier drin gefangen? Kann ich bitte wieder... Leute? Warum haben die eigentlich Spaß? Hide and seek. Find me steht hier. Ha. Hab ihn gefunden. Was war Shadow Freddy? Alter. Ich muss mit... Da ist er. Ich muss mit Shadow Freddy Verstecken spielen? Bro! Oh, guck mal, hier draußen ist alles so glitchmäßig jetzt. No, 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 no. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Wir haben... Da ist er! Hab ihn! Okay. Oh, da können wir nicht rein? Was war das? Alter. Freunde. Was geht hier ab? Ey, ich werde noch ein Video zu dem Game machen. Wir werden versuchen, mit Shadow Freddy Verstecken zu spielen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Und bis dahin.